Hi. Ich hätte mir heute mal gedacht, es gibt ja so Verfechter von besonders teuren Stirnlampen, besonders teuren Taschenlampen für 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro. Stirnlampen für 150 Euro, keine Seltenheit. Und ich persönlich, da bin ich mir zu knickerig für. Ich sage euch auch warum. Weil die meisten Taschenlampen tun es genauso wie die anderen. Ich fange zum Beispiel mit dieser Stirnlampe an. Die habe ich bei Lidl gekauft für 3,99 €. Die habe ich jetzt seit 3 Jahren. Ich fahre jede Nacht 10 Minuten mit dem Fahrrad zu meinem LKW. Ich bin Kraftfahrer. Jede Nacht. Ich habe diese Stirnlampe an. Ich habe hinten so eine rote Lampe dran. Die hatte ich mal in meinem Trucker EDC vorgestellt. 3 Birnen. 7 Birnen. Signal. Und einmal im Vierteljahr muss ich die Batterien wechseln lassen. 2 Stück. Hier hinten, das war für 1 Euro mit einer Taschenlampe, also nicht Lampe, Taschenlampe oder Fahrradlampe für vorne an Lenkrad dran. Die haben beide zusammen 1 Euro gekostet. Für 5 Euro. Also ich benutze sie zum Teil auch auf der Arbeit, beim Abladen, wenn es beim Kunden dunkel ist, kein Licht da ist, weil es eine Nachtentladung ist. Für 5 Euro dieses ganze Set, das ist unschlagbar. Und ich benutze das wirklich schon seit 3 Jahren. Ich bin sehr zufrieden. Ich benutze das mit Einwegbatterien. Ja, für 1 Euro. 6, ne, 8 Stück für 1 Euro. Und die Lichtausbeute ist richtig geil. Damit bin ich auch schon mehrfach an der Polizei nachts vorbeigeradelt oder sie sind an mir vorbeigefahren. Keine Probleme. Des Weiteren habe ich hier eine von der Firma H.M. Müller für die Arbeit. Die habe ich in meiner Bomberjacke hier oben drin. Falls es beim Kunden dunkel ist, obwohl es unerwartet ist, weil wenn ich es erwarte und weiß, nehme ich meine Stirnlampe. Der hat mich 10 Euro gekostet. Gut. Da habe ich mich hinreißen lassen, weil mir das Design ganz gut gefallen hat. Aber ansonsten sind 10 Euro meiner Meinung nach zu teuer für so eine kleine Stablampe. Dann habe ich hier eine von der Firma. Ist die gleiche wie hier die? Genau, Brennenstuhl. Muss ich mal die Batterie wechseln, weil die ist ansonsten wesentlich heller. Die habe ich jetzt schon 5 Jahre, die habe ich bei eBay ersteigert. 6 Stück für 9 Euro. Benutzt, verbraucht 2 AAA-Batterien. Bin sehr zufrieden mit. Dann von Brennstuhl habe ich diese hier. Mal gucken, welche ich jetzt mit Batterien bestückt habe. Oh, beide. Die hätte ich mir auch für die Arbeit gekauft. Diese habe ich nicht modifiziert für die Arbeit, aber diese hier, weil wenn ich zum Beispiel in der kleinen Kammer von meinem LKW ablade, ich habe 2 Kammern mit verschiedenen ansteuerbaren Temperaturen, kann es schon mal sein, dass durch die ganzen Temperaturschwankungen die Birnchen im LKW, also in dem im Kühlkoffer kaputt gehen und dann sieht man einfach nichts mehr. Bevor ich mich auf die Schnauze lege, habe ich mir so eine kleine gekauft, die kostete mit der anderen zusammen 4 Euro. Das ist die Brennenstuhl Penlight 377 B0212. Ja, bisschen kryptisch, aber die habe ich im Cody Langin-Style mit Elektrotape eingewickelt, damit ich die auch in den Mund nehmen kann, ohne dass ich auf Alu beiße. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Dann habe ich diese hier, da habe ich jetzt aber die Batterien nicht drin, das weiß ich. Die kamen hier zusammen im Set mit dem MFH-Messer. Also eine Art Jagdmesser.
Dazu gehört eigentlich noch ein Taschenmesser oder ein Folder mit drei verschiedenen Klingen. Die habe ich jetzt aber leider im LKW gelassen. Da kommt der Folder rein. Die Taschenlampe hier. Oder andersrum. Hatte ich schon Zeit lang an meinem Assault 2 Rucksack dran. Mit dem gleichen Tamu-Muster. Und ist auf der Arbeit noch nie jemandem aufgefallen, dass ich ein Messer dabei oder zwei Messer dabei hatte. Na gut. Dann ist hier eins von Lux Tools. Natürlich auch modifiziert wie alle anderen. Sprich, die zwischen den Zähnen nehmen kann, falls ich die Hände frei haben muss. Ja. Und ich muss dazu sagen, die haben alle irgendwie die gleiche Lichtausbeute, die von diesem gleichen oder ähnlichen Baustil. Die kamen mit einem Multitool und einem Arbeitsmesser zusammen für 10 Euro. Das Multitool hatte ich in einem Video vorgestellt von meinen ganzen Multitools. Hier, Lux Tools. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Batterie scheint darin ewig zu halten. Dann habe ich hier eine von Obi. Die kostete mich sage und schreibe 7 Euro und irgendwas. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Die habe ich jetzt 2 Jahre und seit 2 Jahren ist da die Batterie drin. Das sind immer diese No-Name-Batterien vom Teddy, diese blauen 8 Stück für 1 Euro. Was ich dazu sagen soll. Die Leute sagen immer, was nichts kostet oder was wenig kostet. Das ist meistens nichts. Meine Erfahrung ist anders. Gorillan stilmäßig verändert. Jetzt kommen wir zu Taschenlampen, die ich heiß und innig liebe. Sind alle vom gleichen Hersteller. Und die gibt es immer irgendwie im Kaufland oder im Netto. Ach, und wo es die sonst noch so alle gibt. Die kosten alle immer 1 Euro. Und die benutzen 3 AAA-Batterien. Und da habe ich auch immer die billigen Batterien drin. Ich sag's nochmal, 8 Stück für 1 Euro vom Teddy. 1 Euro pro Taschenlampe. Sobald ich die irgendwo sehe, greife ich zu wie ein Wahnsinniger. Und wenn es 20 Stück sind, ist mir egal. Ich habe überall wie so ein kleiner Hamster welche versteckt. In einem Auto, im LKW, im Keller, sogar auf dem Klo, in der Küche, im Bad. Denn im Bad, wer schon mal im Dunkeln gekackt hat, sollte sich mal versuchen, dann den Arsch abzuwischen. Also aber jetzt mal ohne Flachs. Diese billigen Taschenlampen, die eigentlich im Prinzip nichts kosten, die kannst du überall hinpacken. Und wenn sie mal kaputt gehen, tut es einem nicht weh im Portemonnaie. Dann habe ich hier eine. Das ist eine von aus dem Bauhaus. Die hatte ich mal in einem anderen Video vorgestellt. Das ist eine, die sich mit so einem Kurbel selbst auflädt. Also ohne Batterie. 1 Minute drehen bringt ca. 10 Minuten Leuchtkraft. Und die kennt einen Modus, 2 Modus. Und den 3. Modus, das ist aus. Und die hat 1 Euro gekostet, da habe ich direkt mal 2 zugegriffen. Und da bin ich extrem zufrieden mit, weil ohne Batterie, wenn sie mal leer ist, 1 Minute Kurbeln, 10 Minuten Licht. Was willst du mehr? Dann etwas. Es ist eigentlich eher so eine Art spaßiges Multitool. Das werde ich heute meiner Freundin schenken. Davon habe ich 2. 1 für mich, 1 für sie. Quatsch, Freundin, zukünftige Frau. Mit einem kleinen Schraubenzieher. Einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Eine ganz kleine Klinge. Und eine Mini-Taschenlampe. Wie gesagt, das soll eigentlich nur so ein. Das ist eigentlich nur ein Jux. Das würde ich ihr schenken, weil die steht auch mittlerweile auf solche Sachen. Und jetzt komme ich zu einer Taschenlampe, die hat sage und schreibe
16 Euro gekostet. Und da drin befinden sich, ich meine, zwei von diesen großen Batterien, da habe ich Akkus drin, also wieder aufladbare, die jetzt zu zeigen, würde wenig bringen. Der Leuchtstrahl oder der Kegel lässt sich auch einstellen. Und wenn ich die richtig auf Fokus habe, ich habe es ausgemessen, komme ich damit 500 Meter und ich kann durch ein Fernglas den Lichtkegel sehen und ich habe darüber über 500 Meter ein Plakat gelesen. Und die gibt es auch bei Lidl. Für das Geld unschlagbar. So, das war jetzt nur mal so, um zu zeigen, dass man sich nicht immer Taschenlampen für 50, 100, 150 Euro oder Stirnlampen für den Preis kaufen muss. Es ist nämlich nicht nötig, denn die tun alle ihren Dienst. So, schönen Tag noch. Danke fürs Zusehen. Bewertung, Kommentare und Subscriber werden gerne gesehen. Macht's gut. Tschüss.